Hallöchen, da sind sie wieder, die beiden verwirrten Minecraft-Süchtis, die nichts Besseres an einem Freitagabend zu tun haben, als hier dieses dämliche Klötzchen-Spiel zu spielen. Und ja. Wohl wahr. Ne? Wir haben halt einfach keine Hobbys und keine Freunde. Das ist halt schlimm, ist das. Und ich hänge hier mitten auf dem Berg. Wir haben nicht nur auf dem Berg. Einander. Ja, wir haben nur uns beide. Die Leute meinen auch, wir haben einander Waffel. Obwohl, haben sie recht. Ich soll mal nachdenken. So weit weg ist das gar nicht von der Wahrheit, das stimmt schon. Ja, eben. Es ist nichts als die Wahrheit hier. So, ich hänge hier auf so einem Baum, weil ich dachte mir, ich mache mal eine andere Ansicht als oben von der Burg. Und ich weiß nur noch nicht, ich bin hier im Creative hingeflogen, ich weiß nur noch nicht, wie ich wieder runterkomme. Ach so. Da ist der Baum. Le Böhm. Und jetzt muss ich irgendwie an diesem Baum entlang nach unten klettern. Ich weiß noch nicht, ob hier genug Lianen dranhängen. Aber das sieht ganz gut aus. Ich bin immer noch dabei, den Berg hier wegzustreichen. Streichen? Mit meinen Mächten. Ja, ich streiche ihn förmlich. Wie du Butter. Du bist ein Streicher. Schicht. Schicht für Schicht. Geht's hier? Sind da Lianen dran oder sind da keine? Ach doch, da unten. Guck mal hier. Ich falle jetzt kurz und dann... Fahrstuhl. Ach, da war gerade schön, da war kein Regen mehr. So, und hier nochmal. Ich komme mal zu dir. So ein bisschen. Ach, das. Vielleicht finde ich hier noch einen Ozelotz. Hast du immer noch keinen Fisch? Miau. Nee, hab ich nicht. Wir haben immer noch keine Katschis. Hey, hier ist ein Teich. Woo! Klatsch. Heute sind wir auch gar nicht aufgedreht oder so. Nein. Überhaupt nicht. Warum auch? Alter Abend. Ja, eben. Wir machen hier voll Party. What? Und so. Remix. Chicky, chicky. So, ich bin fast da. Ja, ja, komm du mal. On my way ist nicht so, dass ich... Guck mal, da hinten fliegen ganz viele Schilder. Das sieht ja verrückt aus. Da hinten ist dort noch nicht geladen. Das ist unser Lagerhaus, ja. Unser Lagerhaus und da, ich sehe gerade nur die Schilder schon, weil die sind schon fertig geladen, aber das Gehäuse nicht. Das Gehäuse vor allen Dingen. Das Gebäude noch nicht. Ich höre Zombies und ich höre Regen und es ist ätzend. Bist du ja nicht laut genug? Sag mal irgendwas. Ich bin, glaube ich, laut genug. Ja, du bist lauter. Doch. Solange du lauter bist als der Regen. Okay. Na, guck mal, was der Mädel da für spaßige Sachen macht. Ja, das macht so Spaß. Also der geht da richtig in die Vollen. Aua. Wir haben gerade offscreen darüber diskutiert, ob es sinnvoll wäre, ein solches Unterfangen hier mit einem Creative-Modus-Abstecher mal zu lösen, aber... Ich muss meine verdammte Burg auch im normalen Modus bauen. Ja, da hättest du ja auch was von, ne? Du könntest dann mal so ganz frei schwebend deine Türme da errichten. Naja, das ist viel zu einfach. Das kann ja jeder. Dann hätten wir, weißt du, wie geil die Welt hier schon wäre, wenn wir im Creative gespielt hätten von Anfang an? Ha! Ja. Da wären wir schon ganz woanders. Da wären wir schon in solchen luftigen Höhen. Das ist kaum zu glauben, wo wir dann schon wären. Aber wollen wir das? Nö. Ja. Nein, das kann doch jeder. Ich brenne jetzt erstmal noch ein bisschen Netherstein. Dann komme ich vielleicht mal, bringe ich dir mal ein paar neue Schippen vorbei. Vom letzten Besuch habe ich immer noch Netherwarz. Oh. Holy crap. Brauchst du XP? Und eine kleine Gasphobie. Zufällig? Was habe ich? Brauchst du XP? Nee, die halten ja eh nicht lange. Ich bin jetzt Level 18. Ja, dann ist er kurz vor Tod wieder. Ja. Stimmt. Dann bist du ja wieder kurz vor Sterben. Auch wenn bei Erde abbauen noch nicht viel passieren kann, eigentlich. Sollte man meinen, ne? Sollte man meinen. Kriegst du noch hin, pass mal auf. Ja. Ich glaube an dich. Bei Erdblock. Ich glaube an dich, dass du das schaffst. Oh, wie viel... Boah, ist das krass. Ich hole hier gerade die Netherziegel aus dem Ofen. Alter Falter. Das ist ganz schön viel. Ich schau mal so sagen. Netherziegel? Das sind ganz schön da viele. Da waren ja auch eigentlich fast alle Öfen irgendwie. Da waren alle Öfen und ich hole gerade einen Stack Ziegel nach dem anderen hier raus. Alter. Okay, hier ist es nicht zu Ende gebrannt, weil kein... Okay, da müsste du irgendwo woanders hin. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier ist sogar keine Kohle mehr drin. Hast du nicht nachgelegt gehabt eigentlich? Doch, habe ich eigentlich überall. Das ist alles weggebrannt. Auch nicht zu knapp. Nee, da ist mal 8 teilweise... Stück oder so. Ja, musst du mal 30 oder so reinmachen. Mal ein bisschen was, ne, wo man hier... Da sind... Ich glaube, ich habe immer so... Ich habe den 64er-Stack immer auf 4 aufgeteilt. Und ich glaube, ich habe immer 16 drin gehabt. Okay.
komm, dann lass mal nochmal brennen. Ich habe nicht mehr Platz. So, wie viel ist da noch? Da sind nochmal 64 drin. Alter, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fast. Warte, habe ich das richtig gesehen? Ah, Mist, geht nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwie, weiß nicht, fast 20 Stacks von diesen blöden Ziegeln. Das Problem ist, dass da nur immer so wenig bei rauskommt, das von diesen blöden Dingern. Aber gut. Es sei so, es sei so. Das stimmt. Das ist echt ungünstig. So, immer 4 Stück davon. Und da kommen dann diese komischen Ziegel raus. Das ist echt ätzend. 4 Stacks von diesen Dingern für 64 von den Blöcken. Unglaublich, ey. Rechnet sich kein Stück. Gut, dass das Zeug so easy zu beschaffen ist. In Anführungszeichen. Wenn da nicht gerade wieder eine Gastarmada am Start ist. So. Ungeahnterweise, das kommt ja normalerweise nicht vor, dass da direkt irgendwie der halbe Nähter auf einen wartet. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich, meine ich. Öffne anonymen Gast. Ja. Fanatiker. Fanatiker? Ja. So, dann lass mich doch mal gucken. Du hast gesagt, du hast dir eine Schippe gemacht, ne? Eine yes. Diamond-Schippe. Der Diamond-Chip. Wir haben ja auch nicht genug Eisenschaufeln. Sind ja nur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück hier drin. Damit bin ich wenigstens ein bisschen schneller, weißt du. Du bist einfach nur... Ne? Und so. Du willst einfach nur nicht. Ich komme mal vorbei mit einer Schippe. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ich muss ja nicht immer nur die Burg bauen. Ich kann ja mal was anderes machen. Du Lust hast. Weil von Lust kann man reden. Du machst schon mal den Abgang hier? Ja, so ein bisschen so die Angleichung. Die Angleichung, gut. Immer die Angleiche. Ich vertraue dir da. Ich vertraue, dass du, dass deine unglaublichen Terraforming-Kenntnisse das ordentlich machen. Ja. So vertraue ich ja auch in der Burg bei dir. Eben, siehst du. Wir haben halt einfach. Boah, ist das laut mit dem Regen, ey. Meine Fresse. Ich habe meinen ziemlich runtergedrosselt von der Lautstärke. Ich mach meinen auch nochmal leiser. Wo haben wir das denn hier? Wetter, so. Weg damit. Boah, schon besser, ey. Nicht auf Verbindung trennen klicken, das wird ziemlich. Epic Fail. So, was machen wir jetzt hier während dem Erdeklatschen? Wir können mal über was Sinnvolles reden und nicht mal über Minecraft. Sondern mal so über was voll Schlaues. So. Okay, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Tatsächlich nicht. Wir kommen aber, glaube ich, in der Aufnahme tatsächlich auf die Weihnachtsfolge, ne? Wenn wir das so, müssen wir vielleicht mal abpassen. Kommt das so hin? Ich überlege gerade, die Folge. Bis wann gehen denn die Folgen, die ich noch habe? Oder die wir noch haben? Bevor mich da diesmal auswendig wisst. Ich glaube auch, das wir haben ja nicht. Beim letzten Mal nicht so viel aufgenommen. Ich glaube, die aktuellste Folge ist auch schon live. Ich glaube, dass die Folge hier, die erscheint schon morgen. Ja. Oder übermorgen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, dann hätten wir noch. Nee, dann dauert das noch. Weil dann wären wir bei 5, je nachdem, wie lange wir aufnehmen. Selbst wenn wir. Ja, selbst wenn wir 3 Stunden aufnehmen, kommen wir nicht nach Weihnachten, weil dann ist gerade mal. Dann sind wir knapp davor. Dann sind wir ungefähr beim 22. Okay. Also müssen wir erst in der nächsten Aufnahme dann Merry Christmas und Weihnachtslieder singen. Okay. Da bin ich dann mal kurz weg. Du bist dann kurz weg. Wir kommen aber, glaube ich, wir haben die 200. Folge in der Aufnahme. Echt? Ja. Hast du dir was überlegt? Präsente? Ja, ich habe gedacht, so 10 Minuten nackt spielen wollte ich mal machen. 10 Minuten nackt spielen. Einfach mal baumeln einfach lassen. Ziehen. Einfach mal baumeln lassen. In Eumelbäumeln. Also finde ich gut, ja doch. Würde ich sagen, ja. Machen wir. Hört sich gut an. Ja. Bin ich dabei. Wolltest du nicht mit Facecam starten? Ja, ja, ich mach die dann an extra. Ach so, cool. Dafür, ne? Verzug man nicht alles für seine Zuschauer. Ja. So, weißt du doch. Nee, aber um mal wieder auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, weil ich immer wieder mit irgendwelchem Scheiß ablenke, sodass es keiner merkt. Weihnachtsgeschenke. Weihnachtsgeschenke. Lass mich überlegen. Ich habe nicht mal ansatzweise alle. Tatsächlich merke ich gerade. Für meine Mom und ich krieg meine nix. Frau also, habe ich auch. Also, deine schon, meine nicht. Ach so. Also von mir jetzt. Jetzt deine Frau oder deine Mom? Beides. Ah ja, okay. Du bist ja konsequent. Ja, eben, ne? Ich schenke nur anderen Müttern was.
Und andere Mütter haben auch schöne Töchter, so nach dem Motto. Ach so. Ne? Gut, dass sie das jetzt nicht hört, ne? Ist ja nicht weit weg. Eben, eben. Ich sag quasi ums Eck. Ja. Nee, ich hab. Als hier für meinen Opa habe ich schon mal organisiert, weil der ja mit meinem Onkel und Tante und der anderen Hälfte der Family, so Cousins und so etc., die fahren immer in den, ja, in den Osten. Mhm. Die fahren immer nach drüben. Drüben in den Osten. in den Schneen feiern der Weihnachten. Und Silvester. Und von daher ist dann das Weihnachtsfest immer vorgezogen. Dieses Jahr auf den. War letzte Woche Sonntag? Ja, genau der. Ich weiß nicht, der wievielte das war. Keine Ahnung, ist doch Latte. Heute ist der 13. War das, nee, dann war das der 7., 8. Irgendwie sowas. 7. oder 8. Oder ich weiß nicht. Nee, da war dann, ist dann schon mal am 7. oder am 8. Bescherung. Also nicht Bescherung, aber ne, so kleines. Zwischen Weihnachten. Meet and Greet mit den Stars. So, ein Sternchen. Ne? Genau. Der schönste Let's Play Deutschlands und Family. In Concert. On Ice. In Concert on Ice. Genau. Das hört sich gut an. Da würde ich mir angucken. Ja. The Musical. Würde ich mir angucken. Auf jeden Fall. In Concert on Ice, The Musical. Würde ich Geld für ausgeben, auf jeden Fall. Ja. Also, ne, wäre ich sofort dabei. Naja, auf jeden Fall ist das deswegen schon ein bisschen vorverlegt worden. Deswegen war da natürlich schon Geschenke organisiert, ist klar. Weil man kann ja nicht auflaufen, ohne welche zu haben. Das ist ja ein bisschen assi. Außer bei der Mutter und der Freundin. Genau, genau, richtig. Da ist das egal. Da hat man ja schon für die anderen. Und, ja, die lieben einen ja sowieso. Richtig, genau. Die haben ja keine Wahl. Obwohl die einen schon, aber die anderen nicht. Stimmt. Die eine kann sich nur wehren. Der meine hat auch keine Wahl mehr. Ja, stimmt. Die muss jetzt. Ja, auf jeden Fall habe ich deswegen entsprechend wenig Geschenke organisiert. Ich glaube, für mich gibt es schon relativ viele. Ich habe nur wieder keine für alle. So, das ist halt, ne, das Übliche. Also du fühlst dich siegessicher. Genau, ich kriege ganz viel und habe aber nichts für irgendwen. Das ist immer das Beste an Weihnachten. Solange das dann beim nächsten Jahr auch so bleibt oder sich ändert, dann denke ich, dass ich nichts richtig. Bisher ist der Durchschnitt ganz gut. Okay. Bisher hat es auch keiner gemerkt. Aber gut, die gucken jetzt zum Glück alle auch nicht das Let's Play von der Eggman, die es auch nie erfahren. Hoffe ich. Ich auch für dich. So, auf, jetzt verrätst du den, dann gibst du. Ach, schon wieder eine Schippe hier weg. Ich habe gleich 3 Schippen mal eben verbraten hier. Mit komischem Erdklatschen. Ja. Nee, ich werde natürlich noch Kleinigkeiten organisieren. So, 1-Euro-Shop einmal reingehen, einmal Tüte voll machen, und gut ist. Ja, ne? Klar. Eine Wundertüte kaufen. Einmal zur Pokodomäne, die haben ja eh alles. Und dann, Pokodomäne! Ja, wir machen alles. Ne, dann hast du direkt alles organisiert. Mit einem Rutsch ist er durch, die Nummer. Brauchst du keinen Stress machen, dann gehst du einmal da. Warum baue ich eigentlich den falschen Berg ab, kannst du mir mal sagen? Ja. Hättest du mich mal irgendwie aufhalten können? Obwohl, eigentlich müsste man den ja auch irgendwie so angleichen, damit der so ein bisschen, ne, so... Ja, der Plan sieht vor... So, wo bist du denn jetzt? Irgendwo, ach, da. Ich versteck mich, ich bin gar nicht da. Hier, wenn du nämlich hier... Wo, ich bin eigentlich noch weitergehen. Achso, dann baue ich ja nicht... Hier dann weiter. Ist ja noch... Ach, dann ist ja noch... Dann ist ja... Ach, dann ist ja noch... Dann ist ja noch richtig. Dann ist ja noch, ach, dann ist ja. Wird beschossen? Ja, ich auch. Aber au! Ey, du. Boah, 2 Stück. Oh, das bist du, der beschossen wird. Dann au! Ja, ich töte euch, ich töte euch! Komm her! Schweinepriester! Fluchen im Let's Play! Juhu! Rage Quit! So, dann, ich würde sagen, ich mach einfach mal, ich treib sie einfach mal richtig. Ich treib sie einfach mal zu bunt. Also nicht bunt, aber ich. Was machst du denn da jetzt? Achso, du buddelst wieder irgendwelche merkwürdigen... Guck. Mach schon mal den Durchgang. Ja, ja, mach du mal einen Durchgang. Bis wohin geht der denn? Richtung Wasser. Richtung Wasser. Aber ist der nicht ein bisschen... Willst du da wirklich auch wieder einen hintermachen? Ich finde den irgendwie ein bisschen zu statisch. Muss ich ja ehrlich gestehen. Ich bin ja sonst nicht so der gerade und statische Typ. Deswegen außer ist in Minecraft. Ziemlich fern. Ja. Nur in Minecraft. Da sitzt jeder Klotz an seinem Platz. Meine Frau redet heute noch gerne darüber, wie ich doch früher die Stifte auch in der Schule sogar nebeneinander parallel zueinander gelegt habe und alles. Ja. Da war was. Andere Zeiten. Damals. Da waren wir noch jung und knackig.
Heute sind wir nur noch und. Den Witz hat noch nie einer gehört. Nein. Boah, Spinne. Ich glaube, ich spinne. Nee, ist echt eine. Die mich da attackiert hat. Hier ist übrigens, ich habe gleich keine Schaufel mehr und ich habe auch keine Spitzhacken dabei. Also du bist ganz schön in Verzug mit Steinabbau. Sollen wir nicht echt ein bisschen hier, komm, wir holen uns, sollen wir nicht echt den Berg mit ein bisschen TNT mal so ein bisschen mal so für Fun? Ja, wenn du TNT bauen kannst, ich wüsste jetzt gerade. Mir sagst du wie? Ja, du brauchst Schwarzpulver und ja, du haben wir jede Menge. Schwarzpulver haben wir ohne Ende. Ist da noch Redstone mit drin? Ich weiß das auch nicht. Du weißt doch sowas. Das sind nicht irgendwie, kannst du nicht auf dem iPad Rezepte, also nicht Rezepte, sondern Minecraft-Wiki oder was weiß ich was? So far away. Dein iPad ist far, far away. Es geht. Sowas hat man doch am Manne. Das ist doch mindestens in Griffreichweite. Weißt ja, ich schlaf da drauf. Ja, ja, eben. Solange nun drauf und nicht mit, ist mir das ja egal. Nee. So ein bisschen hart. Na, da schauen wir mal. Weihnachten, das ist ja mein Geschenk an mich zu Weihnachten. Was? Ich hab das jetzige, was ich jetzt habe, habe ich an meinen Schwiegervater veräußert. Das Übliche? Das ich zwar jetzt noch nutze, aber das ist jetzt schon sozusagen veräußert und das wird dann zu Weihnachten wird es dann einen Wechsel geben von iPad 3 zu iPad Air in 32 GB. Muss mal wieder sein, ne? Ist ja auch mal wieder mehr als ein Jahr im Besitz. Richtig, so. Ja, das ist halt Apple, ne? Wenn man es länger als ein Jahr hat, dann kann man es eh nicht mehr gebrauchen. Dann muss man es eh loswerden. Ja, gebrauchen schon, nur dann ist ja. Ist halt nicht mehr so gut. Cool, ne? Ist halt nicht mehr so aktuell. Man braucht ja immer das Neueste und das Beste und das Krasseste. Aber man hat's ja, man hat's ja, man hat's ja. Ja. Wofür geht man schließlich arbeiten, ne? Wofür, ja, wenn nicht für ein iPad? Dafür. Genau, wo, wenn nicht für ein iPad? Warum habe ich hier Blümchen dabei? Blümchen und Bäumchen. Und ich suche übrigens gerade nach TNT. Das ist ein Traum. Dann flitze ich da schon mal rüber. Und ich bin fast tot. Also nicht tot, aber fast verhungert. Ich verrecke gerade langsam, aber stetig, so. Jetzt sag mir doch mal, dass ich Hunger habe. Echt, hm? Ey. Lässt mich hier verhungern? Du bist mir einer. Lässt mich hier verhungern. Ah ja, okay. Verhungern. Warte, ich bin gleich an der Kiste. Einer Workbla. Einer Workbla, genau. Mhm, genau. Iskat. Du bist der Hirni. Du bist der Genie schlechthin. So, Erde, das war Holz. Erde. So, dann was brauche ich? Also wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Schwarzpulver, ne? Schwarzpulver? Ja, hab ich. Dann machst du so eine Art 5, wie auf einem Würfel. Auf das, Ja. Ne? Und die anderen Felder wären mit Sand. Mit Sand? Also oben, rechts, unten, links, die Felder, also nur das oberste immer. Ja, warte. 1, 2, 3, 4, 5 und dann 1, 2, 3, 4. Yeah, it's TNT, Dynamite. So, dann machen wir mal 4 Stück, würde ich sagen. Muss erstmal reichen. Ach, guck mal, das hat genau gepasst. So, dann brauche ich noch Redstone-Fackeln, ne? Achso, du willst sie vom Fernen jetzt zünden? Kannst auch ein Feuerzeug nehmen und wegrennen. Feuerzeug nehmen und wegrennen. Haben wir ein Feuerzeug? Stimmt. Wir sind ja hier die YOLO-Brothers. Ich mach das jetzt YOLO. Ich hab eins in meiner Tasche sogar. Echt? Ja, dann kannst du die anzünden. Ach nee, hier ist auch eins. Zünd du die mal an. Ich warte so lange hier hinten. Ich warte so lange hier hinten auf dich. Hallo, Tür. Geh doch mal auf. Mann. Ups, jetzt habe ich eins im Lager ausgezündet. So, nein, hier da habe ich doch überall TNT drunter als Boden verlegt. Das Gewächshaus sprengen, hast du gesagt, ne? Was? Nicht? War das nicht so? Du bleibst weg. Wollte das doch jetzt anzünden, oder hast du jetzt auch ein Feuerzeug? Ich hab doch eins. Ach so. Tschüss. Boom. Hooray. Whee!